Recht herzlich willkommen zu 129 oder 28, weiß ich, in der 128. Folge von Avorion. Ja, wir sind hier im Sektor, haben letzten Piratenangriff gehabt, wo wir dann unterstützend eingegriffen haben, suchen allerdings immer noch nach irgendwelchen Handels... Ja, wie soll man sie nennen? Handelsparadiesen? Ja, kann man so nennen, ne? Handelsparadiesen, wo man dann wirklich was bekommt, wo man... Ja, hin und her handeln kann. Zur Zeit läuft's mit dem Handel ja richtig schäbig. Das funktioniert irgendwie nicht mit unserem Schiff, was wir hier haben. Ja, wir müssen mal gucken. Da brauchen wir nicht hin. Da ist ja sowieso schlecht. Wir müssten mal einen Punkt finden. Hier, das muss doch gehen, ne? Da fliegen wir mal dahin. Da sind 4 Handelsposten. Da muss doch was gehen mit Handel, oder? So, Astronia. Eskortieren. Bestimmen Sie erst. Ja, eskortieren, fertig. So, und dann müssen wir mal gucken, wo müssten wir lang? Nach Osten. Und das ist das wahrscheinlich nach Westen, ne, das Tor. West, Süd, West. Wir brauchen aber Osten. Da oben ist noch ein Tor. Nord, Nordwest ist auch nicht richtig. Wo ist denn noch ein Tor? Da. Dann muss es das Osttor sein. Genau so ist es. Gut, dann fliegen wir in das Osttor und schauen, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen, ne? Da, wo die vielen Handelsposten sind, vielleicht bringt uns das ja was. Irgendwie sehe ich das Tor nicht, macht mir Angst. Na, hier kommen auch Asteroiden. Das Tor ist auch leicht tiefer. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass wir nochmal Gas weggenommen haben, oder? Passt. Gut, Richtung Osten sind wir dann unterwegs. Das Schiff kommt hoffentlich nach. Fliege ich mal ein bisschen vor. Das hatten wir letztens ja, dass er uns dann gleich da voll erwischt hat. So, hier geht's nach Süden, ne? Und da wollen wir hin. Was ist das? Nord-Nordost. Ach ja, es gab Updates, wie gesagt, und Sprechblasen sollen das, wie wir gerade gesehen haben, war eine, sollen das Universum beleben. Südtor, da müssen wir hin. Ja, damit ein bisschen was passiert. Ja, andere Dinge haben die natürlich auch reingebaut. Eine Enzyklopädie, irgendwo muss ein Button dafür sein, wahrscheinlich da oben rechts. Habe ich jetzt auch nicht geguckt. Was war noch? Abwachs ist klar. Also Fehlerbehebung. Und was war denn noch? Was hatten die denn dann noch gemacht? Das mit den Sprechblasen. Ja, und jetzt bin ich gerade am Überlegen. Die Taste E macht Turrets auf oder sowas. Jetzt fragen wir nicht wo. Im Baumenü und dann E? Nö. Ja, habe ich wohl irgendwie mich vertan oder was? Oder wie? Keine Ahnung. Warte mal, wir gucken erstmal hier. Galaktische Karte. Das M. Baumodus. Handel. Tutorial. Federmelden. Schiffsmenü. Spielermenü. Spielmenü. In Drohne aussteigen. Keine Ahnung, wo das ist. Ist jetzt auch nicht spielentscheidend. So, wir sind jetzt hier in einem Sektor, wo wir unserem Schiff dann vielleicht doch mal sagen sollen, Handel hier mal. Güter verkaufen. Erz haben wir schon. Menge war 35, ne? Und für 100%. Und verkaufen. So, raus hier und gucken, ob er irgendwo hinfliegt. Und wir fliegen nirgends hin. Das bedeutet, funktioniert nix. Ja, was macht man dann so? Handel ist jetzt dann so, ich würde jetzt schon sagen, lohnt sich nicht drüber nachzudenken, das erstmal zu machen. Da muss das System noch besser werden. Hier ist wieder eine Sprechblase. Konstruktionsmarke und lassen Sie Ihr Schiff kostenlos reparieren. Das ist da. Der ist da oben schnell unterwegs. Hier gibt es viele Handelsposten, ja. Wir haben ja sonst...
nichts Besonderes, ne? Können wir ja nochmal hier reingucken, dann sehen wir das ja. Ein Reparaturdock, ein Ressourcendepot und 4 Handelsposten. Ja. Ja, das ist jetzt hier auch nicht so der Bringer, ne? Was haben wir denn hier? Nix. Und da? Ja. Edel. Hier sind viele Sachen. Fischfarm, Gemüsefarm, Militärstation, Servofabrik, Schiffswerft. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Lohnt es irgendwo noch hinzufliegen? Raumjägerfabrik. Ganz viele Sachen, aber irgendwie macht davon keine Freude, ne? Hier sind viele Sachen. Schwierig, schwierig, schwierig. Das ist Osttor, das fliegen wir jetzt erstmal an. Ach so, warte mal. Sollten wir vielleicht noch hier machen, eskortieren. Komm näher, alles ist gut. Osttor war da. Da fliegen wir weiter hin. Irgendwie ist davor oder dahinter ein Schiff oder was? Warte wahrscheinlich auf die nächste Zahlung. Da oben geht irgendwas mit Reparieren los. Und dann ist das wieder ein Rücksetzpunkt, ne? So, da sind wir schon durch. Und direkt nach Süden müssen wir. Da ist das Südtor. Dieser Bereich sieht cool aus, finde ich. Farbgebung ist richtig grandios. Schöne Wolken. Okay. Weiter geht's auf jeden Fall. Schauen wir zu, dass wir da durchkommen, ne? Das Tor passt auch wieder nicht. Also die Anzeige passt nicht wieder zum Tor. Gut, sind wir noch durchgekommen. So. Ich hoffe, das kommt noch nach, ne? Wir wollten hier hin. Das ist da. Südwest ist das dann. Südwesttor ist es auch. Ja, irgendwo müsste es mal jingeln, ne? Dann kommt das Schiff vielleicht noch nach. Aha, das hat geklappt. Da ist es. Okay, dann weiter. Aber wir haben keinen Saft mehr. Dann fliegen wir jetzt langsam gerade. Jetzt geht's wieder. Na, da springen wir noch rein, ne? Schauen wir mal, was das jetzt so dahinter ergibt. So, ein bisschen weiter wegfliegen. Aha, Energie ist low. Wird jetzt laufen. Hier sind relativ viele Stationen. Hier ist zum Beispiel ein Ausrüstungsdock, was wir uns vielleicht angucken sollten. Geschützkontrollsystem und sowas. Verteidigungssystem. Mehr gibt's nicht. Das sind Laser. Geschütztürme. Scheingarnjäger. Mannschaftstransportenergie, okay. Hammerhead, Klasse Versionstorpedos. Hier können wir noch was verkaufen. Was ist das? Achso, wenn wir was verkauft haben, können wir es wiederholen. Okay, da ist auch noch eine zweite Seite und noch eine dritte, eine zweite.
Transporter-Software, die kostet richtig Asche. Okay, Quantum 2 Hyperraum Upgrade, Antriebs Upgrade. Energie nach Schildkonverter. Ja, so ein paar Dinge haben wir ja schon mal über der Wupper geworfen, ne? Doppelgravitation, ne, hier, das ist ja nichts wert, ne? Das schmeißen wir weg. Das ist bestimmt Müll, oder? Auch wir müssen andocken dafür, alles klar. Ja, gut. Karte und erstmal ihm hier was sagen, dass er was machen soll. Ne, das geht ja nicht, weil er Vollerz ist. Ja, schon wieder den gleichen geklickt. Wir brauchen die Taler hier. Brauchen da 35 und verkaufen das Ganze. Gehen aus der Karte und er steht immer noch neben uns. Das heißt, hier will das keiner haben. Das ist schlecht gelaufen, ne? Das nochmal, das nochmal. 35. Und gehen wir mal hier auf 85-90% und verkaufen das. Jetzt ist die Frage, ob der was macht. Wahrscheinlich nicht, ne? Nö, der steht immer noch neben uns. Ja, wenn er jetzt mal auch irgendwo in einem anderen Sektor gucken würde, oder das macht er auch nicht, ne? Hier gibt's das sowieso dann nicht. Es bringt mit dem Handeln überhaupt gar nichts. Ist vollkommen über. Das ist nicht ausgereift, würde ich sagen, ne? Ist auch das schwarze Brett. Die brauchen hier Kabel. Da. Stahl. Da hinten ist noch einer. Das ist das Casino, die Branche Tons, oder wie war das? Schnaps wollen sie haben, die saufen sich dazu. Da ist einer weggesprungen gerade. Ja. Okay, ich habe gehört, dass in den Eisentan-Regionen ein Piratenführer namens Vox, ja super, das wäre schön, wenn man das länger lesen könnte. Kann ich das mir hier so reinholen dann? Ist hier etwas Interessantes? Ah, super, das war jetzt doof. Der ist weggesprungen, dann ist es ausgegangen, oder? Das klingt interessant. Ach so, jetzt wo ich es gerade hier habe, das ist neue Missionen gibt es auch in dem Spiel. Das war das, was ich eben vergessen hatte. Anscheinend ist sein Hyperraumantrieb extrem fortschrittlich und er kann an jedem Ort in der Galaxie springen. Okay. Das hört sich nicht gut an für uns, ne? Das ist die Militärstation, oder? Was möchte die denn? Achso, F war es nicht, M. Ein schwarzes Brett. Ah, beschütze einen Siedler-Track. 100 für Munition S-Small brauchen die. Das hier ist ja dann so ein Ding, wo man da guckt, dass man die begleitet und schützt, ne? Vielleicht passiert nichts, ne? Dann ist das auch ganz gut gelaufen. Da hast du Geld verdient ohne was. So, wir haben schwarzen Brett, Metallplatten. Ja. Da kannst du machen hier nichts, ne, oder? Rohe Erze raffinieren. So, jetzt packen wir mal, gehen wir da mal rein. Ist Schiff betreten. Haben wir jetzt gemacht. Und jetzt gucken wir mal da rein. Nee, da nicht. Da, Erze. Kannst du auswerfen. Rohes Erz, das ist, okay, lass uns dann mal da gerade zu der, hier war das, ne? Konnten wir das da umsetzen? Ja. Ich glaube, wir müssen dann da
Ja, aber das ist, wir haben niedere Qualität und da kommen wir, gibt's hier noch nicht mal, ne? Das ist das Beste an der ganzen Geschichte. Das ist Müll sozusagen. Und ich dachte, wir können da was mit anfangen. Was war das? Raumjägerfabrik. Möchten die was haben? Da schon mal nix. Ausrüstung kannst du da noch handeln, okay. Da gibt's die Jäger und so. Warum aber nicht? Ja, was machen wir jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Wie soll man das beantworten? Das war das Casino, ne? Ja. Fischfarm hat auch eine Aufgabe. Weizen. Servofarm. Stahl. Was machen wir da jetzt, ne? Gemüsefarm hat die auch was? Nee, ne? Ne, das daneben. Hier die Papierfabrik, die braucht was. Die braucht Papier. Gut, erledigt. Ja, da haben wir jetzt überall geguckt. Schiffswerft. Ein Schiff ruft um Hilfe. Metallplatten. Wo ist denn das Schiff, das um Hilfe ruft? Da oben. Okay. Ja, dann ist das doch unsere Aufgabe erstmal, oder? Aber nicht mit diesem Schiff, das ist unser Problem. Schiff betreten geht, das ist schon mal gut. Und dann gehen wir da hoch. 7,2, 9, 9, 7,2. Ah, der fliegt ein bisschen schneller hin und her. Okay, wir kümmern uns. Das ist schon erledigt. Fliegt irgendwas rum, was wir gerade aufheben sollten, oder? Titan-Metallschrott erhalten. Okay, das war Schrott nur. Wo sind die anderen beiden jetzt? Rechts. Da. Ist das so eine dreckige Wolke da drumherum oder wie sehe ich das? Sieht so aus, oder? Jetzt greift er uns an. Wir gehen mal näher ran. Okay, dann ist noch. Okay, das funktioniert ja jetzt hier schon mal. Und der ist gleich kaputt. Wir sehen noch gut aus. Schild hält. Da ist er kaputt. 4000 Credits bekommen. Fliegen wir mal gerade rum und sammeln was auf. Ist denn nur einer da? Ne, der andere ist schon kaputt, oder? Ja, der ist da rechts neben wahrscheinlich gewesen, ne? So, das war's erstmal. Geschützkontrollsystem hatten wir da, ja. Was sagten unsere Waffengeschichten hier so?
Testen und Doppel Flakgeschützturm, Flakgeschützturm und das hier ist ein Reparaturgeschützturm, okay. Helfen uns jetzt alle nicht weiter. Ja, ausschlachten müssten wir umbauen, ne? Machen wir jetzt aber nicht. Ja, dann würde ich aber auch sagen, machen wir erstmal hier eine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Runde auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr eine Info braucht, wann die nächste Folge kommt, macht euch die Glocke an. Dann bis dahin. Tschüss.